So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Wir sind... Letztes Mal haben wir den letzten Krog erledigt. Mussten dadurch die letzte Mission nochmal spielen. Und haben dann noch ein bisschen unsere Waffen verbessert. Wir sind gerade dabei am wilden Upgraden. Von allem, was man so upgraden kann. Und jetzt gucke ich gerade mal... Ich meine, dafür brauche ich halt Sternensplitter. Wie kriege ich denn den wieder her? Ist egal erstmal. Das brauche ich eh die Rubine für, die habe ich jetzt noch nicht. Das ist in Ordnung, die kann ich jetzt auch erstmal rauslassen. Was brauche ich für ihn hier noch? Da fehlt mir nur der Stein aus der anderen Welt. Den kriegt man automatisch zusammen. Haben wir irgendwo noch, das wollte ich jetzt halt gucken... Irgendwo was, wo ich eine spezielle Zutat noch brauche oder so, was ich jetzt noch auslösen kann, was ich jetzt noch schnell erledigen kann. Haben wir davon noch irgendwas? Das wollte ich schauen. Da fehlt ein Moldora, den kriegen wir automatisch, wahrscheinlich durch so Missionen hier. Ist dann Moldora dabei? Nö. Okay, Moldora, wo bist du? Da ist Moldora dabei scheinbar. Ach nee, ach, das ist wieder der Stein, der da angezeigt wird. Das ist wieder der Stein, der da angezeigt wird. Dann ist hier ein Moldora dabei. Gibt es irgendwo eine ganz kurze Moldora-Mission? Ja, das ist auch wegen dem Stein. Also die anderen Missionen, die jetzt blinken, sind wegen dem Stein. Die haben mit dem Moldora nichts zu tun. Also muss ich für Moldora in eine alte Mission rein. Es geht gar nicht anders. Ja komm, dann jagen wir Moldoras nochmal. Was soll's? Was soll's? Geht ja schnell, jetzt immer stärker. Dann jagen wir halt schnell nochmal einen Moldora. Da muss ich ja nicht mal drauf hoffen, dass irgendwas Spezielles droppt. Weil die Urkunde bekomme ich einfach nur für einen besiegten Moldora. Also das passt. Das passt. Oder eine besiegte Moldora. Ich weiß gar nicht, ob die männlich oder weiblich sind. Das ist mir auch egal. So. Besiege die Moldora. Ja, okay, dann ist es wohl weiblich. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Na, hast du Bock? Die hat richtig Bock. Wow, das geht ja wirklich richtig schnell. Null. Ist es einfach nur ein Moldora-Kampf gewesen? Wenn das richtig viel Kohle gibt, wäre das eine Überlegung, hier Geld zu farmen. Wenn man mal Geld bräuchte. Wow, das ist wirklich nur diese eine Mission. Stabil. Okay. Gibt 300. Naja, gut. Also insgesamt 700. Oh, und, okay, oh, das war jetzt natürlich Zufall, dass da was dabei war, aber sehr praktisch, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch und da ist meine Urkunde. Sehr schön. So, dann haben wir die Urkunde schon mal. Dann gibt es da nachher keine Probleme für mehr. Verkaufen wir gleich das Ding, bevor wir es vergessen. Verkaufen wir gleich das Ding, bevor wir es vergessen. Schon wieder irgendwo Blutmond. Ah, dann kann ich den wieder rausnehmen. Blutmonde! Ach, immer noch hier, okay. Verkaufen. Link. Da ist es. 306, ja, wow. Der haut's raus. Was soll's. So. Okay, dann haben wir das.
sonst sehe ich upgrade-technisch eigentlich nichts weiter, ne? Das heißt, so viele Missionen können es auch gar nicht mehr sein. Wir nähern uns wirklich rapide, möchte ich sagen. Wir nähern uns rapide dem Ende. Zumindest dem Ende, die, so was, was ich hier absehen kann. Okay, Vorboten der Verheerung. Das scheint eine große Mission zu sein. Da gibt es viel Zeug und man kann mit vielen Leuten kämpfen. Aber die, die jetzt gerade drin sind, die passen auf jeden Fall zum Kämpfen. Aber wir könnten noch Impael auswechseln gegen... Nö, lass mal drin. Passt schon. Bastia, ab dafür. Könnte aber eine längere Mission sein, wenn ich mir das so angucke. Vielleicht auch nicht, vielleicht geht sie ganz schnell. Vielleicht hat jeder seinen Bereich, jeder verprügelt einen Gegner. Oder dann passt die Sache. Vielleicht dauert es aber ganz lange und man muss erst zu den Flüchen laufen und so weiter. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ups, Entschuldigung. Papadabam. Es dauert schon mal lange zu laden. Das ist schon mal kein gutes Zeichen für die kleine, für die Größe der Mission. Okay, nein, es ist wieder doch so, jeder hat seinen einzelnen Kampf. Passt, nehme ich, ist in Ordnung. Kommen wir klar mit. Jeder besiegt seinen Fluch einmal. Warum hat Mifa nicht den Feuerfluch bekommen? Das hätte besser gepasst. Ach so. Ist ja Zufall, wen man da reinnimmt. Lol. Stimmt, hätte ich Mifa jetzt an die erste Stelle genommen, hätte ich Mifa sogar den Feuerfluch bekommen. Das wäre lustig gewesen. Ah, ist ja Zufall, wen man da reinsetzt. Könnte ja jeder Depp hier reingehen. So. Das war jetzt nicht so gut. Ja, zu langsam. Egal. Alter. Jetzt aber. So. Und tschüss. Ach komm. Das wird mit Impa natürlich ein bisschen stressig, weil sie halt nicht so stark ist aktuell. Ja, Link kriegt jetzt sein Level up. Toll, und kann seine A-Attacken nicht einsetzen. Das ist ja fantastisch. Mensch. Ich bin begeistert. Na komm, Impa. Impa hat den Windfluch bekommen, okay. Toll. Ja, das wird ein Problem. Das wird ein bisschen jetzt dauern.
Machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Nein, es hat nicht gereicht. Mit Stasis könnte ich. Jetzt. Sehr schön. Bomben. Nice. Nicht so nice. Mit Stasis könnte ich. Jawohl, perfekt. Okay, sehr schön. Ja, das kriegst du schon hin. Aber sie steckt halt schon böse ein, wenn sie getroffen wird. Das muss man halt, ne? Muss man halt auch sehen. Das meine ich. Mit Stasis könnte ich. Das war der falsche. Das hätte fast schief gehen können. Ich kümmere mich darum. Was soll's? So. Das war die falsche Richtung. Ah, sie kriegt den Donnerfluch. Das ist eigentlich, wenn man jetzt so nach meiner Theorie am Anfang geht, die schlechteste Kombination. Ja. Aber an sich natürlich egal. Ah, dann hat Zelda den Wasserfluch, ist okay. Ach Mensch, das kitzelt. Nee, es hat ein bisschen mehr wehgetan, als nur zu kitzeln. Sehr schön. Ich wollte ausweichen. Wieso hat es nicht getroffen? Och, komm schon. Das war interessant. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Sehr schön.
Aua! Zurück! Ich beschütze alle! Komm schon, weg mit dir jetzt! Das war's. Ich werde mich jetzt nicht noch heilen, das brauchen wir jetzt echt nicht. Das schaffen wir auch so. Nein, falsche! Ist egal. Ich werde mich jetzt nicht noch heilen. Werde ich mich doch noch heilen? Ich bin ein alter Schisser, aber es ist egal. Es war doch ein bisschen knapp, zugegeben. Zelda räumt erstmal irgendwelche Kisten weg, okay. Sieht der Wasserfluch ein bisschen anders, aber es ist auch egal. Aua. 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 Ach, komm schon. Ach, komm schon. Au. Setz gleich wieder Magie ein, wenn es so weitergeht. Zelda, was ich dich schon mal fragen wollte. Ah, zu langsam. Ich probiere es später nochmal. Ach, Mist. Ja, aber ich gleich. Halt! Nein! Was? Ich frage mich. Wohin hat sie den denn gesetzt? Irgendwelche Kisten getroffen oder was? Das wird jetzt aber auch Zeit, dass wir mal so einen Treffer landen. Jetzt aber. Jawohl. Ich frage mich. Jawohl. Mach Abflug. Sheesh. Großes Sheesh. So, das war die Mission. Okay. Dann machen wir jetzt die Urbosa-Charakteraktion.
Das muss ich im Kampf einsetzen. Verdopple die Länge deiner Spannungsleiste. Okay, das ist ganz cool. Das ist tatsächlich ganz cool. Dann gehen wir auch gleich in die Mission hier rein. Können wir aber mit jedem hier kämpfen, ne? Okay, das heißt, es muss gar nicht Urbosa sein. Ah, doch, Urbosa muss es sein. Ach, und Link muss es sein. Okay, alles klar. Stabil. Dann gehen wir da doch gleich rein. Dann dürft jetzt noch 5 Missionen geben, ne? Weil 5 Missionen fehlen uns noch für die letzte Charakter-Upgrade. Dann haben wir eigentlich alles. Außer ich habe jetzt irgendwas übersehen. Bin mir nicht sicher. Aber da gibt es zumindest keine Steine mehr. Zumindest keine, die ich bräuchte. Für irgendwas. Außer es kommt halt noch was nach, wenn man die alle hat. Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass noch was kommt. Ich hoffe es zwar irgendwie nicht. Ich hoffe, wenn man Terrako zusammengebaut hat, ist man fertig. Aber wir werden sehen. Okay, besiege die Truppen des Zornwächters. Na gut. Nö. Ehrlich gesagt nett. Bei 10 Minuten Zeit warte ich nicht mal. Jetzt laden wir mit Link erstmal schön unser A auf. Nummer 1. Da drüben ist der Zornwächter. Gehen wir halt gleich mal rein. Moin! So. Geht zum Glück fix mit Link. Gegen Link hat er nämlich keine Schnitte. Tschüss. So, das war das. Jetzt sind noch ein paar mehr Gegnerchen aufgetaucht. Das hat irgendwie nicht hingehauen, wie ich das wollte, aber es ist okay. Machen wir es so. Die sind jetzt alle schön vorgeschwächt. Und tschüss. Da hinten ist der Blitzwächter. Der ist nicht weiter interessant. Und tschüss. Dann gehen wir gleich hier rein. Da ist nämlich der nächste Blitzwächter. Oh, da ist noch ein Zornwächter, okay. Au. So, und der will auch nochmal auf die Mütze, habe ich gehört. Hey.
Tschüss. Gut, das war die Mission. Kein Problem. Gar kein Problem. Ein Echo Ganons. Echo ist verstummt. Und wieder drei Terrakotteile. Sehr schön. Auch da nähern wir uns dem Terrako-Abschnitt, dass wir fertig werden. Eine Mission machen wir noch. Ja, da taucht doch gleich eine auf. Nehmen wir die doch gleich. Zelda bricht auf. Dann werde ich wohl nur Zelda spielen können. Alles klar. Dann breche sie mal auf, die Zelda. Dann breche sie mal auf. Dam, dam. Hab jetzt wieder nicht geguckt, ob es hier einen Krog gibt, aber wir sollten jetzt eigentlich alles mit Krogs gemacht haben, ne? Das letzte große Upgrade mit den 35 Krogs, ich denke, das sollte es gewesen sein. Ich denke, das sollte es wirklich gewesen sein. Wäre nämlich eine Map, wo man jetzt wieder Krog suchen könnte, ja. Aber ich hoffe mal, dass das nicht notwendig ist und nicht verlangt ist und keine Ahnung. Wird schon nicht so sein. Erstmal das A aufladen, man kennt's. So, wie komme ich jetzt? Hier lang. Ich war gerade ein bisschen lost, ich wusste gerade nicht, wo ich bin, aber es passt, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Da ist der Feuerleune, der kriegt gleich mal Bomben ins Gesicht. Oder auch nicht. Dann eben so. Tolle Attackenhaare gegen die Treppe, Zelda. Ganz fantastisch. Na, mach halt den Schmetterangriff jetzt. Alter, Zelda. Jetzt hast du so lange... Ist das dein Ernst, dass du jetzt so lange gewurschtelt hast, bis der Schmetterangriff vorbei war? Ey, dies... Alles mache ich zu langsam bei ihr gerade. Wow. Richtig schlecht. Jetzt aber. So. Und jetzt der hier. God dang it. Und gleich noch einen hinterher. Und tschüss. Das war Nummer 1.
Eine Eisleune. Das ist dann Nummer 2. Oh, ich sehe gerade was. Jetzt musst du noch mal fix zurück. Ich habe den Vorposten gar nicht eingenommen. Dafür muss ich erst den Kollegen hier noch besiegen. Jetzt habe ich den Vorposten eingenommen. So, da bin ich wieder. Hast du mich vermisst? Ich hoffe doch. Wäre nämlich sehr enttäuscht, wenn nicht. Ich bin doch dabei, mach kein Stressspiel, okay? Das hat ja gut funktioniert. Alter, diese Treppen machen so viel Müll. Wieder zu langsam. Ist wieder nicht hingehauen. Alter. Gibt's doch nicht sowas. Aber jetzt ist er eh down. 3A für den dritten Leunen, auch in Ordnung. Ah, haben wir das jetzt eingenommen? Ja, das haben wir jetzt wirklich eingenommen. Gut. So, natürlich ein Blitzleune, der fehlt noch in der Runde. Was auch sonst. Und das war's. Oh, das war noch nicht die Mission. Zornleunen. Okay. Jetzt mein A nicht unbedingt schon aufbrauchen sollen, ne? Ja. 2 Zornleunen. Tatsächlich. Wollt ihr mich komplett verarschen? Das wird jetzt weniger lustig. Hier beginnt es. Alter. Das wird jetzt absolut unlustig. Oh mein Gott. Ich muss die irgendwie voneinander trennen. Das wird ja sonst Wahnsinn. Jetzt aber. Komm schon, komm schon, komm schon.
Alter! Okay, keine Ahnung, wo das herkam. Ich habe eigentlich... Hä? War das in den Kisten drin? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war da in den Kisten was drin. Okay, sehr gut. Boah, aber zwei Zornleunen ist schon nicht lustig. Ich weiß zwar nicht, wo die Energie gerade herkam, aber es war auf jeden Fall gut. Mit dieser Macht. Ernsthaft den anderen nicht erwischt, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt mach dich halt weg. Gott sei Dank. Ist auch nur noch einer. Ich meine, der reicht, aber ja. Der sollte jetzt nicht mehr das große Problem sein. So. Mach dich weg, du Mistvieh, ey. Eieiei. Das hätte böse am Ende ausgehen können, wenn ich gewusst hätte, dass da noch drei Zornleunen kommen. Zwei. Oh Gott, drei. Wenn da noch zwei Zornleunen kommen. Puh. Hätte ich mein A aufgehoben bei den Blitzleunen. Aber gut. So. Gut, 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 gut. Dann haben wir noch ein paar Missionen für den nächsten Part. Mal gucken, was dann kommt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich will jetzt mal nichts predikten, ne? Aber wenn nach der Terrako-Geschichte nichts mehr kommen sollte und die Terrako-Geschichte passiert in 3 bis 4 Missionen, dann könnte der nächste Part rein theoretisch der letzte Part sein. Vielleicht. Ich weiß nicht, was noch kommt. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.